Auf der Wache Köln-Mülheim hat Moritz Breuer gerade die Spätschicht angetreten, als eine junge Frau mit einem schrecklichen Verdacht in den Empfangsbereich stolpert. Ich suche meine Freundin Finja. Ich mache mir jetzt gerade Sorgen. Finja suchen Sie? Ja. Denken Finja, Sie, die ist hier, oder? Nein, ich weiß nicht. Die ist verschwunden. Wir waren gerade zu Hause. Ich war gerade zu Hause und da war sie nicht. Und ich mache mir Sorgen. Sie sein sollen zu Hause. Ja, eigentlich ja. Dann kommen Sie einmal mit. Gehen wir einmal hier rein. Ja, nehmen danke. Sie Platz. Wenn Sie einen Ausweis dabei haben, holen Sie den doch einmal raus. Sie haben nichts dabei. Ich habe mich direkt beeilt. Ja. Okay, und was haben Sie jetzt hier für ein Puzzle mitgebracht? Ja, ich habe das gerade. Ist das die Finja? Ich habe das gerade in meiner Freundin Zimmer gefunden auf dem Bett. Und daraufhin habe ich gedacht, ich muss nachher kommen, weil ich mache mir tierisch Sorge. Und hier steht irgendwas. Also das haben Sie hier in Finjas Zimmer gefunden? Ja, okay. Genau, die Schnipsel. Auf dem auseinandergeschnittenen Foto ist die Vermisste gemeinsam mit ihrem Ex-Freund zu sehen. Dieser hat offenbar eine beängstigende Nachricht hinterlassen. Ich habe dich geliebt und du hast einfach alles kaputt gemacht. Das wirst du noch bereuen. Bitte helfen Sie mir. Ja, wissen Sie was? Ja, ich, also wir haben jetzt, Finja ist wie alt? Finja ist 30. Finja ist 30. Sie wollte heute zu einem Fotoshooting gehen? Genau. Und dann haben Sie nichts mehr vom Finja genau. gehört und Sie erreichen sie jetzt auch nicht. Genau, ich habe auch im Fotostudium angerufen, wo die den Shooting hatte und daraufhin haben die gesagt, dass sie da gar nicht mal erschienen ist. Sie ist da gar nicht erschienen? Genau, deswegen mache ich mir Sorgen, der hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wissen Sie was? Ich versuche mal was zu ermitteln zu diesem Namen, zu Boris Hauser. Ich sage einmal meinen Kollegen Bescheid, wenn er kurz Zeit hat. Nick! Während der Kollege versucht, den Ex-Freund zu kontaktieren, treffen die Polizeioberkommissare Tom Meyer und Peggy Herrmann in Köln-Kalk auf eine junge Frau, die anscheinend gerade Opfer einer sexuellen Belästigung geworden ist. Guten Tag, dürfen wir kurz reinkommen? Ja, klar. Super, prima. Wir haben da draußen eine Dame angetroffen, die behauptet... Warum tust du mir das an? Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Du hast mich einfach bekrapscht. Mach du das, ich kümmere mich um die Dame. Können wir uns einfach mal so ruhig unterhalten? Genau. So. Was ist jetzt überhaupt passiert? Also, weil wir wissen jetzt überhaupt nicht, was hier los ist. Also der hatte mich vor einer Woche angesprochen, hier Bilder zu machen, Fotoshooting. Und dann hat er mich überredet in Unterwäsche, das war noch okay. Und dann hat er auf einmal an meiner Brust rumgefummelt und wollte mein BH ausziehen und mich an meinen Brüsten bekrapscht. Und dann bin ich halt rausgerannt und dann habe ich sie angetroffen. Okay, sie haben sich auch gewehrt, haben Nein gesagt? Und ja, ich habe mich gewehrt, nicht. Und er hat sie gezwungen mit Gewalt? Ja. Hat er ihnen wehgetan? Ja, es geht also nicht viel. Der hat mich am Arm festgehalten, aber ich konnte mich dann losreißen. Okay. Und dann. Ich würde sagen, vielleicht setzen Sie sich einmal. Ja? Sind Sie jetzt nackt drunter? Sie haben gehört, was die Dame sagt. Ja, absoluter Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob Sie die Mädels kennen, die bei Fotografen auftauchen und dann Fotos machen wollen, aber ich kenne die überhaupt nicht. Also manche sagen halt immer, oh, ich will so tolle Fotos, ich will auf Cover oder irgendwas. Ich kenne die Frau nicht. Also die Dame war gar nicht hier? Nein, die war überhaupt nicht hier. Haben Sie einen Ausweis vielleicht für mich? Ja, ist ein Portemonnaie, aber habe ich jetzt gerade nicht am Mann. Den bräuchte ich schon eigentlich. Der Fotograf, Herr Lambert, hat natürlich alles direkt abgestritten. Er würde die Dame überhaupt nicht kennen und so weiter. Nur war es natürlich sehr komisch, dass sie seinen Mantel anhatte. Das musste er uns erstmal erklären. Das ist jetzt sein Mantel, oder was? Ja, den habe ich hier einfach mitgenommen. Ich weiß nicht, der hing hier einfach und den habe ich mitgenommen. Ja, dann haben wir doch richtig gesehen. Hier ist auch was. Zeigen Sie mal. Also es ist nicht von mir. Ist da noch mehr drin? Schauen Sie mal nach. Ist das Ihr Mantel? Ich glaube, das war ein Ja. Ja. Sag bloß. Ich würde sagen, der Ausweis, das könnte hinkommen, ne? Okay, geh mal her. Lass mal ADV machen. Packen kurz ab, ja? Zur gleichen Zeit erreicht der Ex-Freund der vermissten jungen Frau die Wache. Da er höchstwahrscheinlich die Nachricht hinterlassen hat, ist er für Moritz Breuer momentan der Hauptverdächtige. Wann haben Sie denn Finja das letzte Mal gesehen? Die habe ich gestern. Gestern? Wieso haben Sie sie gestern gesehen? Ich meine, die Beziehung ist ja nach meinem Kenntnisstand beendet. Ja, wir haben uns noch mal so kurz gesehen, aber ansonsten war ich halt auch viel unterwegs. Ne? So. Viel unterwegs gewesen. Mhm. Was haben Sie denn heute Vormittag gemacht? Heute Vormittag, ja, ich war beim Arzt, bei meinem Hausarzt, Dr. Sanders. Ich musste da zur Untersuchung. Und da haben Sie sich mehrere Stunden aufgehalten, oder was? Ja, klar. Ist ja, man muss ja oft lange warten und so. Das hat schon 2-3 Stunden in Anspruch genommen.
Könnten Sie mir sagen, wann Sie da gewesen sind? Ja, von heute Morgen kurz nach 8, als der aufgemacht hat, dann so bis 11, Viertel nach 11 bin ich da gewesen, ja. Okay, wie heißt denn Ihr Hausarzt? Dr. Sanders. Sanders? Mhm. Der Herr ist bekannt wegen sexueller Belästigung und ich habe hier gerade eine Charlotte Weifels auf der Wache sitzen. Die wiederum vermisst ihre Freundin Finja Perlich. Die hatte heute einen Termin in seinem Fotostudio und ist dort wohl angeblich nie angekommen, laut Aussagen des Fotostudios. Finja Perlich soll hier sein. Ja, okay, ich frag mal. Gerne. Sind Sie die Frau Perlich? Finja Perlich? Ich bin die Frau Putzig. Putzig? Ja. Es ist in der Regel ja so, dass wir die Personen, mit denen wir zu tun haben, auch abfragen über die Leitstelle. Alleine um zu sehen, ob da eventuelle Vorstrafen in die Richtung vielleicht gehen. Hier haben wir jetzt erfahren, dass er bereits in Erscheinung getreten ist wegen Sexualdelikten. Wenn man dann so einen Sachverhalt vor Ort hat, dann ist das jetzt zwar kein Beweis, aber es ist ja schon mal ein Indiz eventuell oder ein Hinweis, dass er vielleicht doch etwas damit zu tun haben könnte. Jetzt kommt hinzu, dass da noch ein Mädchen, was vermisst wird, in seinem Fotoladen gewesen sein soll. Das alles hat jetzt nicht für ihn gesprochen. Nee. Aha. Okay. Oh, ja. Das ist interessant. Dann weiß ich Bescheid, ja. Ja, trotzdem danke für die unkomplizierte Auskunft. Letzte Chance, mir die Wahrheit zu sagen. Also ich habe da jetzt gerade mit der netten Sprechstundenhilfe gesprochen von Herrn Dr. Sanders. Und die hat mir gesagt, erstmal geguckt, natürlich den Terminkalender, da stand nichts von Hauser. Und dann war sie tatsächlich noch so nett und hat in der Patientenkartei nachgeschaut und dort sind sie definitiv nicht verzeichnet. Also Herr Sanders scheint nicht Ihr behandelnder Arzt zu sein. Muss ehrlich sein, also das stimmt schon. Ich war nicht beim Arzt, das ist so. Mhm. Wo waren Sie denn? War im Bordell, aber es ist mir zugegeben peinlich, das zuzugeben, weil meine Freundin sich schlagartig von mir getrennt hat und ich über den Trennungsschmerz nicht hinweggekommen bin und mir deshalb einfach meine Ablenkung gesucht habe, um mich auch abzureagieren. Heute Vormittag. Genau, ja. Das ist mir auch peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen halt auch der Vorwand mit dem Arzt. Und, okay, ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis. Ich sag mal so, Sie haben mich gerade mit dem Arzt angelogen. Diese Geschichte hier mit dem Bordell, dass Sie jetzt hier an einem Vormittag werktags besucht haben. Ja. Ja, das sagen Sie so sportlich. Hat ja 24 Stunden auf, kann man ja keine Ahnung, ich kenne es halt nur dienstlich jetzt, aber hört sich jetzt auch für mich ein bisschen nach einer Schutzbehauptung an. Nee, da kann ich jetzt auch schlecht ermitteln, weil in der Regel das Rotlichtmilieu jetzt nicht gerade kooperativ ist mit dem Blaulichtmilieu. Was ist denn das da unten? Guck mal. Das sieht auf jeden Fall nach einer Frauentasche aus. Ja, kenn ich doch wieder. Sind das Ihre Sachen? Das sind meine Sachen. Das hier alles, ja? Okay. Das ist ein Schwein, wirklich. Das gehört Ihnen? Ja, das sind alles meine Sachen. Ich pack das mal da rein, ja? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, der müsste da. Sie haben ja mitbekommen, nee, haben Sie nicht, ich war ja weg. Wir suchen die Frau Perlich, die muss hier unbedingt sein. Die hatte einen Fotoshooting-Termin heute hier bei mir, die ist aber nicht gekommen. Die ist nicht gekommen? Die ist nicht gekommen, nee. Ich hätte eine Bitte an Sie, dass wir uns hier kurz mal umschauen. Sind Sie damit einverstanden? Klar. Dann machen Sie kurz mal die Tür auf hier. Ja? Erwarten Sie noch einen Kunden oder Besuch? Wer ist das? Oder? Guten Tag. Guten Tag. Kundschaft? Ja, ich wollte mal nach meinen Passbildern fragen. Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen gedulden können. Wir sind jetzt hier gerade in der Maßnahme. Vielleicht 10 Minuten und dann sind Sie dran. Wäre das in Ordnung, wenn Sie sich vielleicht da einmal hinsetzen würden? Ja? Ja? Oh Gott, okay. Danke. Ja. Der Fotograf zeigt sich bisher trotz seiner Vorstrafen erstaunlich kooperativ. Auf der Wache erfährt Moritz Breuer jetzt, dass es zwischen der vermissten Frau und dem Fall im Fotostudio einen Zusammenhang gibt. Nick? Was geht? Kannst du noch mal kurz was ermitteln? Klar. Claudius Lambert, das ist das Fotostudio, wo die Finja heute wohl einen Termin hatte und nie aufgeschlagen ist. Könntest du mal gucken, ob du was dazu findest? Ist ja witzig. Brauche ich nichts zu finden. Die 1537 ist da. Wie? Die sind vor Ort. Die Kollegen, die sind. Was von der Sache denn? Wegen der sexuellen Belästigung sind die da gerufen worden. Von? Da ging es um eine Frau Elli Putzig oder so ähnlich, so wie ich das verstanden habe. Und dieser Claudius Lambert, dieser Fotograf,
Den habe ich dann gecheckt und der ist auch polizeilich bekannt. Der ist schon mehrfach auffällig geworden wegen sexuellen Belästigungen und Übergriffen. Sind das Ihre Sachen da hinten? Das sind nicht meine Sachen, nein. Das sind nicht Ihre Sachen? Nein, nein. Können Sie sich erklären, wie die Sachen hergekommen sind? Jetzt gehören die? Ja, hat vielleicht jemand vergessen, oder? Beim letzten Mal. Also ein bisschen Requisiten haben wir auch immer hier. Ja gut, aber die hängen ja da vorne. Ne? Und die liegen ja jetzt hier nicht so auf den Haufen. Na, ich guck mal, ob da irgendwas... Ach, das kannst du mir geben, Peggy. Guck mal in den Geldbeutel. Nehmen Sie bitte die Hände aus der Tasche raus. Ich muss Ihre Hände sehen. Was hast du gesagt? Wie hieß die? Perlich. Ja, guck mal. Ist er. Sehr komisch. Wo ist sie denn? Ich habe keine Ahnung. Ja. Sag ja, die ist wie kommt denn die Tasche jetzt hier hin? Keine Ahnung. Herr Lambert, jetzt wird es wirklich nicht mehr lustig. Ne? Wir haben hier eine Dame, die behauptet, dass sie sie unsittlich berührt haben. Und wir haben jetzt eine vermisste Dame, wo Sie behaupten, die nie hier gewesen sein soll. Und wir finden dann Ihren Ausweis, Ihre Tasche, Ihre Sachen. Wollen wir uns noch mal umgucken? Ja. Dann Sie voraus. Wir sind davon ausgegangen, dass die Finja sich hier eventuell noch im Fotostudio aufhält. Dementsprechend haben wir nach ihr gesucht. Ich bin bei dem Verdächtigen geblieben, nicht, dass er eventuell noch flüchtet. Oh, 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 oh. Wir haben sie gefunden. Alles gut, alles wird gut, alles wird gut. Offensichtlich hat der Fotograf die junge Frau gefesselt, um einen Gipsabdruck von ihren Brüsten zu nehmen. Noch völlig unter Schock erzählt die 30-Jährige dann endlich, welch dramatische Szenen sich hier abgespielt haben. Jetzt erzählen Sie mal in ganzer Ruhe, was ist denn passiert? Letzte Woche, da hat der Fotograf, der hat mich angesprochen auf der Straße für ein Fotoshooting. Er hat sich auch ausgewiesen, alles. Ich wusste halt, dass es ein Fotograf ist. Ich dachte, ich kann hier nochmal Fotos machen. Die habe ich auch gemacht, das war alles gut. Ich wollte gerade gehen. Mhm. Und dann fragt er mich, ob ich einen Gipsabdruck meiner Brüste machen möchte. Mhm. Natürlich wollte ich das nicht machen. Und ich wollte gehen und zack, saß ich schon auf dem Stuhl. Er hat mich genommen, gefesselt, geknebelt. Und also mit Gewalt wirklich durchgesetzt. Sie haben sich auch gewehrt? Ja. Hat er Sie denn auch verletzt? Nein, ich habe einen Schock, und, aber... Okay. Das ist hier das Ding, was er... Ja, der Sachverhalt hier erfüllt natürlich wieder das Klischee eines Fotografen, der Damen auf der Straße anspricht. Möchtest du Model werden? Ich bring dich ganz groß raus. Davon gibt es mit Sicherheit auch ein paar. Natürlich sind nicht alle Fotografen, sag ich mal, unsittlich unterwegs. Aber nichtsdestotrotz sollten Mädchen Interesse in diese Richtung haben, doch Model oder so etwas zu werden, dann sollten sie sich an Agenturen wenden und nicht einfach auf gut Glück, irgendwo alleine dann noch in so ein Fotostudio zu gehen, da würde ich ganz dringend von abraten. Bevor Sie was sagen, Sie müssen sich selber nicht belasten. Ne? Mhm. Also Sie müssen nur Ihre Personalien nennen, aber Sie müssen jetzt nicht hierzu aussagen, wenn ja, Sie wollen. Gut, aber ich meine, wäre ja blöd, wenn jetzt nicht. Ne? Ich meine, war scheiße, ist richtig. Ich meine, mit der Dame, das war blöd, dass es jetzt von ihr aber auch passiert. Ja, ich meine, das ist halt Fotografen und Sie kennen das mit dem MeToo wahrscheinlich alles. Man muss immer vorsichtig sein, was man tut. Alle wollen tolle Fotos, ja. Und dann funktioniert das irgendwie nicht und dann ein großes Geschrei und dann ist man wieder der Böse, ja. Das ist natürlich Unsinn. Nee, das ist nicht Unsinn. Also wenn Sie etwas gemacht haben, was die Dame nicht wollte, ist es eine Straftat, ganz einfach. Ich habe aber nichts gemacht, was die Dame nicht wollte. Okay. Ja, es gehörte wirklich zu den Fotos dazu. Das ist eine ganz andere Geschichte hier mit der anderen Dame. Das ist, ich möchte gar nicht wissen, was du mit der gemacht hast. Das können wir gleich klären, ja? Und was war mit der anderen Dame? Ich habe einen Kunden, der möchte gerne, der sammelt gegipste Brüste. So, und ich habe einfach kein Model gefunden, das gesagt hat, okay, ich lasse das gerne machen. Und ich brauchte dringend das Geld, wirklich ganz, ganz dringend, weil mir steht das Wasser bis zum Hals. Es wurde langsam ein bisschen kritisch für mich. Und dann habe ich halt sie bestellt hierhin und... ja, und sie wollte es auch wieder nicht machen. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt ist egal, es muss jetzt passieren. Und dann habe ich halt die Gipsabdrücke genommen. Gegen ihren Willen? Ja. Okay, ich fordere auf jeden Fall Verstärkung an. Gehen Sie bitte zu meiner Kollegin, ja? Was wollen Sie noch sagen? Das ist halt auch der Kunde direkt. Das ist der Kunde? Aber der wusste nichts davon, dass Sie hier, der wusste es. Arnold für die 1537. Kommen Sie mal zu mir, bitte. Hört. Ich brauche hier auf jeden Fall eine Verstärkung vor Ort. Wir haben im Raum sexuelle Übergriffe. In welchem Ausmaß kann ich noch nicht sagen. So, gehen Sie bitte darüber. So,
Peggy, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Der ist der Auftraggeber. Der sammelt wohl gegipste Brüste. Ja. Also so Gipsabdrücke. Aha. Und der ist in Geldnot, hat den Auftrag auch soweit angenommen. Natürlich gegen den Willen der Dame. Das ist das, was wir zurzeit wissen. Ich habe jetzt Verstärkung angefordert, deswegen bleiben wir erstmal hier vor Ort, bis die Kollegen eintreffen und dann werden wir die ganze Situation auseinanderklamüseln. Ja? Okay. Möchten Sie auch was dazu sagen? Ja, ich meine, es ist ja auch, ich sage mal so, dieses Sammel, die Leidenschaft, die ich habe, das ist ja auch was Ästhetisches. Auf der anderen Seite konnte ich ja nicht wissen, dass der Herr sowieso unfähig ist und hier mit Gewalt eine Frau dazu zwingt, diesen Abdruck zu machen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätten sie den Auftrag ja nicht gekriegt. Der Fotograf bekommt Anzeigen wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexueller Nötigung. Er wurde umgehend festgenommen.